Das Leben und das traurige Ende von Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain wurde am 20. Februar 1967 in der kleinen Holzfällerstadt Aberdeen, Washington, geboren. Als Kind war Cobain künstlerisch und hatte ein Ohr für Musik. Obwohl er eine jüngere Schwester Kim hatte, wurden die beiden getrennt, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Im Alter von 9 Jahren zog Cobain zu seinem Vater, der schließlich wieder heiratete, was ihre Beziehung noch mehr belastete. In den frühen 1980er Jahren zog Cobain zu seiner Mutter und ihrem Freund, die zurück in Aberdeen waren. Während seiner Highschool-Zeit zu Hause konnte Cobain sein künstlerisches Talent durch seine Liebe zum Zeichnen unter Beweis stellen. Als Cobain die Punkrockmusik kennenlernte, wurde eine Saat gesät, die sein Leben für immer verändern sollte. Er entdeckte die Melvins, eine lokale Punkrockgruppe, und freundete sich mit einem ihrer Mitglieder, Buzz Osborne, an. Es war Osborne, der Cobain mehr Punkbands aussetzte, aber sein neu entdecktes Interesse brachte Cobain nicht von selbstzerstörerischen Gewohnheiten ab. Während der Highschool tauchte Cobain immer tiefer in die Alkohol- und Drogenszene ein. Er kämpfte auch mit seiner unruhigen Mutter und kam mit seinem Stiefvater nicht zurecht. Cobain verbrachte einen Großteil der Jahre 1984 und 1985 damit, ein Nomadenleben zu führen, bei Freunden zu wohnen oder in öffentlichen Gebäuden zu schlafen, um seine familiären Probleme zu vermeiden. Im Juli 1985 wurde Cobain wegen Zerstörung einiger Gebäude festgenommen und später zu einer Geldstrafe und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Monate später gründete Cobain seine erste Band, Fecal Matter. Trotz der Aufnahme einiger Tracks ging die Band nirgendwo hin. Schließlich begann Cobain mit dem Bassisten Chris Novoselic zusammenzuarbeiten und ein lokaler Schlagzeuger namens Aaron Burkhardt schloss sich ihnen an. Der erste öffentliche Auftritt der jungen Band war 1987 auf einer Hausparty. Zu dieser Zeit begann Cobain seine erste ernsthafte Beziehung mit einer jungen Frau namens Tracy Miranda. Trotz finanzieller Zwänge führte das Paar in Olympia ein relativ glückliches Leben. Ab 1988 begannen Cobains musikalische Ambitionen voranzukommen. Seine Band einigte sich auf den Namen Nirvana und veröffentlichte ihren ersten Track Love Buzz auf einem kleinen Label. Etwa zur gleichen Zeit wurde Burkhardt durch Chet Channing am Schlagzeug ersetzt und die Band machte Fortschritte in Seattles Musikszene. 1989 veröffentlichten Nirvana ihr erstes Album, Bleach, das keinen großen Eindruck hinterließ. Was jedoch offensichtlich war, waren Cobains Songwriting-Fähigkeiten und was ihre charakteristische Mischung aus Heavy Metal und Punk werden sollte. Als die Band weitermachte, wurde 1990 ein schicksalhaftes Jahr für Cobain und den Rest von Nirvana. Cobain lernte 1990 die Rock-Erin Courtney Love in einem Nachtclub in Portland kennen, aber ihre romantische Beziehung sollte sich später entwickeln. Nirvana bekam in diesem Jahr auch die Gelegenheit, mit Sonic Youth zu touren und holte nach verschiedenen Veränderungen das ehemalige Scream-Band-Mitglied Dave Grohl, um Channing am Schlagzeug zu ersetzen. 1991 unterschrieb Nirvana bei einem Major-Label, Geffen Records, und veröffentlichte ihr zweites Studioalbum Nevermind, das ihnen fortan ihr Grunge-Label gab. Nirvanas Single Smells Like Teen Spirit wurde ihr größter Hit und brachte ihr Album auf Platz 1 in den Musikcharts und etablierte Cobain als Ausnahmetalent seiner Zeit. Da Nirvanas Popularität in den Mainstream explodierte, war Cobain in Konflikt mit der Richtung seiner Musik. Als jemand, der seine Kunst auf Anti-Establishment-Gefühlen aufbaute, hatte Cobain das Gefühl, die Kontrolle über seine Zukunft zu verlieren. Er begann, Heroin zu nehmen, um seinen Stress und einige gesundheitliche Probleme zu lindern. Vor der Veröffentlichung von Nevermind hatte Cobain sich wieder mit Courtney Love verbunden, der Frontfrau der Band Hole. Die beiden stürzten sich in eine Wirbelwindromanze, und im Februar 1992 heirateten Cobain und Love und bekamen im August eine Tochter, Frances Bean. Aber die Beziehung war auf unsicherem Boden aufgebaut, da beide starke Drogenkonsumenten waren.
Irgendwann drohten Sozialdienste damit, ihre Tochter wegzunehmen, nachdem Love's Vanity Fair Interview herausgekommen war, in dem sie zugab, Heroin geschossen zu haben, während sie Francis trug. Nach einem schwierigen und teuren Gerichtsverfahren gelang es dem Paar, seine Familie intakt zu halten. Aber Cobain und Love hatten auch eine Menge Probleme miteinander. 1993 musste die Polizei von Seattle einen heftigen Streit im Haus des Paares beilegen. Die beiden stritten sich in der Residenz um Cobains Waffen, was dazu führte, dass die Polizei sie beschlagnahmte und ihn wegen Angriffs auf Love festnahm. Während Cobain sich mit persönlichen Kämpfen auseinandersetzte, war er beruflich an der Spitze seines Spiels. 1993 veröffentlichte Nirvana In Utero, das auf Nummer 1 in den Musikcharts. Seine zutiefst persönlichen Texte spiegelten seine Wut auf die Plattenindustrie mit Tracks wie Radio Friendly Unit Shifter sowie seine sanftere Seite mit Heartshaped Box wieder, in der es angeblich um Liebe ging. Im Herbst 1993 traten Cobain und die Band für MTV's Unplugged in New York City auf und tourten auch durch Europa. Während seines Aufenthalts in Europa nahm sich Cobain eine Auszeit, um mit Love und Tochter Francis zu verbringen, aber in seinem Hotel in Rom, Italien, nahm er absichtlich eine Überdosis Drogen und fiel ins Koma. Love fand ihn, und er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Als er in die Staaten zurückkehrte, verschlechterte sich Cobains psychischer Zustand. Am 18. März 1994 rief Love die Behörden an, weil Cobain Medikamente genommen und sich mit Waffen in einen Schrank gesperrt hatte. Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass er nicht selbstmordgefährdet war, beschlagnahmten jedoch aus Sicherheitsgründen die Medikamente und die Schusswaffen. Kurz darauf flehte Love Cobain an, clean zu werden, was sie selbst versuchte. Er checkte in eine Reha-Klinik in L.A. ein, ging aber Tage später wieder. Am 5. April 1994 beging ein 27-jähriger Cobain im Gästehaus hinter seinem Haus in Seattle Selbstmord. Er steckte sich eine Schrotflinte in den Mund und feuerte, wobei er sich sofort umbrachte. Er hinterließ einen langen Abschiedsbrief, in dem er sich an seine vielen Fans sowie an seine Frau und seine kleine Tochter wandte. Während sein Tod offiziell als Selbstmord gewertet wurde, kursierten Verschwörungstheorien, dass Love etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte. Auf Wiedersehen, Kurt Cobain.